Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute werde ich den Gewinner meiner letzten bzw. meiner 600 Abonnenten-Special-Video bekannt geben. Und heute habe ich auch ein paar bzw. eigentlich nur eine Information. Da flog wieder ein Vogel her, ja. Heute habe ich auch eine Information an euch. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das sehr, sehr gerne einmal hier unten kostenlos tun. Das würde mich von Herzen sehr, sehr freuen. Hier oben verlinke ich dir meine Playlist zu den ganzen Verlosungen, die im Moment bei mir am Laufen sind und auch weitere Videos, die du dir sehr gerne anschauen kannst. Unten in der Infobox habe ich dir noch meine eBay-Seite verlinkt. Da kannst du ebenfalls gerne vorbeischauen. Dort werde ich jetzt nämlich aktuell neue Sachen reinstellen. Da kannst du ebenfalls gerne vorbeischauen, falls du Lust, Zeit und die Interesse daran hast. Vielleicht findet sich ja etwas Passendes für dich. Wie gesagt, ich habe heute eine kleine Information für euch, denn ich habe ja in meinem letzten Informationsvideo gesagt, dass ich keinen Gewinner bekannt geben konnte, weil eben, ja, ich nicht sehen konnte, ob er mein Video geliked hat. Und ich habe mit einer Zuschauerin auf Instagram geschrieben und ich bin auch zu dem Entschluss gekommen, dass YouTube diese Funktion einfach weggemacht hat. Und es ist anscheinend schon seit dem 5. Dezember so, dass die Funktion gar nicht mehr geht. Also das ist genau ein paar Tage danach gewesen, nachdem ich eigentlich den Gewinner bekannt geben wollte. Und ja, die Funktion gibt es halt nicht mehr. Also man kann natürlich noch Videos liken und es kommt auch auf eine Playlist Videos, die ich mag. Aber diese Playlist können wir nicht mehr öffentlich stellen. Das heißt, diese Playlist bleibt immer privat und nur du kannst sehen, was du im Endeffekt alles geliked hast. Und ja, ich habe halt gesucht und gesucht und gesucht, ob man irgendwie das irgendwie ändern kann oder so. Ich konnte zum Beispiel auch nur meine Playlist auf privat stellen, nicht auf öffentlich. Wenn du jetzt zum Beispiel Playlist erstellst, wo du sagst, okay, diese Filme gucke ich immer, da tue ich jetzt meine Filme-Playlist rein. Und die Playlist kannst du bei den Einstellungen auch auf öffentlich oder auf privat stellen. Und das funktioniert gut. Es ist genauso wie jetzt mit meiner Playlist. Diese Playlist von den Verlosungen, die kann ich auf privat, die kann ich aber auch auf öffentlich stellen, weil ich diese Playlist erstellt habe. Und die Playlist mit den Videos, die ich mag, die können wir halt nicht mehr öffentlich stellen und die bleibt auch privat. Das ist jetzt leider so, damit muss ich leben. Das heißt für euch aber, dass ich bin hier gerade an meinem Laptop wegen dem Gewinner. Das heißt aber für euch, dass ihr dann halt eben eine Sache weniger machen müsst, also halt eben nicht das Video liken. Aber wenn ihr das Video gerne liken möchtet, könnt ihr das gerne tun. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich kann halt wirklich ehrlich nichts machen. Also diese Funktion wurde halt eben weggemacht. Das Einzige, was ich jetzt noch von euch sehen kann, wer von euch, oder hat schon sogar jemand gefragt, ob heute die Auslosung von den 600 Abonnenten Special Video kommt. Ja, sie kommt heute. Aber ein bisschen später, glaube ich, als geplant, weil wir haben jetzt mittlerweile schon 14 Uhr und jetzt wird halt der Gewinner ausgelost und wahrscheinlich kommt das Video dann um 16 Uhr online, ich weiß es nicht. Also ich muss gucken, wie ich das zeitlich schaffe. Also ich kann halt jetzt nur noch sehen, wer mich sichtbar abonniert hat. Das könnt ihr ebenfalls in euren Einstellungen einstellen. Ich weiß natürlich nicht, ob das genauso geblieben ist. Ich hoffe schon. Also wäre natürlich blöd, wenn es nicht so geblieben wäre, aber jo, ich kann ja nochmal nachschauen, ob das genauso geblieben ist, ob man das genauso noch einstellen kann. Gute Frage. Also ich weiß jetzt nicht, ob das genauso funktioniert, wie es war. Ich muss halt hier die ganze Zeit jetzt hin und her gucken, weil das jetzt alles ziemlich neu ist. Also vielleicht kann man das ja noch über den Computer machen. Also übers Handy finde ich jetzt nichts. Falls euch das interessieren sollte, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Vielleicht werde ich noch ein einzelnes kleines Video drehen darüber. Ob das denn jetzt dennoch so ist, dass man das jetzt nur noch so nachgucken kann, also dass man jetzt sichtbar Abonnent werden kann, ist halt nur eine Einstellung in den Einstellungen. Da müsst ihr halt eigentlich, die Einstellung leuchtet dann blau und die müsst ihr halt eigentlich auch grau machen, also ausschalten. Das heißt, angeschaltet ist es auf privat, ausgeschaltet ist es auf öffentlich. Ja, das wäre es eigentlich gewesen.
Ja, ich wollte jetzt heute den Gewinner bekannt geben von der 600-Abonnenten-Special-Verlosung. Da konntet ihr dieses Täschchen gewinnen mit verschiedenen Produkten drin. Die werde ich jetzt nicht nochmal zeigen, sonst wird das Video viel zu lang. Was wollte ich jetzt genau machen? Genau, ich wollte den Link zu dem Video erstmal finden und dann werde ich aber dann eben wie die letzten Male dann in so einem Bild den Gewinner bekannt geben, also damit es halt nicht zu lange dauert. Ich werde halt gucken, ob die wirklich alles erfüllt hat und also im Endeffekt ist es dann nur noch Abonnent sein und halt eben die Aufgabe, die da stande, bei den ganzen Halloween-Make-up-Tutorials zu kommentieren. Herzlichen Glückwunsch, du hast an meiner Verlosung gewonnen und es freut mich so sehr, endlich den Gewinner bekannt geben zu können. Und ich habe euch ja, glaube ich, in dem 600-Abonnenten-Special-Video gesagt, dass ich wenn ich die 700 Abonnenten erreicht habe, auch eine Special-Verlosung geben wird. Aber das wird es diesmal nicht geben, denn ich habe ja jetzt zum Beispiel meine Verlosung vom 1. bis zum 24. Und ich finde, das war schon stressig genug, beziehungsweise ist schon stressig genug, dass ich mir überlegt habe, wenn ich meine 800 Abonnenten irgendwann erreichen sollte, wird es ein 800-Abonnenten-Special-Video. Und ja, danach überlege ich mir, wann ich dann ein Special-Video mache. Ich denke mal, wahrscheinlich wenn es 1000 Abonnenten werden, was ich natürlich jetzt, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie mal passieren wird oder ob das überhaupt irgendwie mal zustande kommen sollte. Also ich weiß es nicht. Natürlich werden es, ja, ab und zu mal mehr. Also mal bleibt es stehen, dann werden es wieder mehr, dann bleibt es kurz stehen, dann werden es immer wieder mehr. Also es freut mich auf jeden Fall sehr, dass neue Zuschauer dazukommen. Und ich kann das auch zum Beispiel hier bei meiner Liste sehen, bei meinen Abonnenten, bei meiner Abonnentenliste, wie auch immer man die nennt. Ich kann ja sehen, wann wer zum Beispiel vor welchen, also seit wann Abonnent ist, so gesagt. Und ich habe hier auch zum Beispiel drei Abonnenten, die vor 2 Tagen gekommen sind. Dann wieder vor 4 Tagen kamen zwei dazu. Dann zwei vor 5 Tagen. Und dann zum Beispiel eins, zwei, drei vor einer Woche. Und so weiter und so fort. Also ich kann das alles wirklich sehen. Und es gibt auch tatsächlich Abonnenten. Ich gehe mal weiter runter. Weil die am längsten schon bei mir sind. Gibt es auch welche, die sind aber eher ganz unten. Und da habe ich auch welche, die mir schon seit einem Jahr folgen. Es sind einfach so, so viele. Es gibt auch welche, die seit 11 Monaten dabei sind, seit 10, seit 9, seit 8, seit 7, seit 6 und so weiter und so fort. Also ich kann das wirklich alles sehen und es ist einfach so krass. Also ich danke euch auf jeden Fall von Herzen, dass ihr mir folgt, dass ihr meine Videos schaut, dass euch das manchmal inspiriert, meine Videos zu nachzumachen oder so. Zum Beispiel bei den Halloween-Make-up-Tutorials. Da meinten auch welche, dass es eigentlich recht schwer aussieht, einen Look nachzuschminken. Aber dank meines Videos wird es einfach viel einfacher. Und das macht mir einfach so ein Lächeln ins Gesicht, weil ich den Leuten einfach helfe, etwas zu machen. Und vor allem hatte ich auch sehr, sehr viele Kommentare zu den Make-up-Videos von Halloween, dass die so schwer aussehen und man die auf keinen Fall irgendwie nachmachen könnte. Also ich bin wirklich ein Mensch, der, ja, ich setze mir viel vor, dass ich etwas schaffen könnte. Und auch bei den Make-up-Halloween-Tutorials dachte ich mir, das schaffe ich doch einfach niemals, weil ich bin eigentlich recht künstlerisch begabt, muss ich sagen. Also ich war in Kunst immer richtig, richtig gut und ich habe auch zu Hause immer richtig gerne gezeichnet. Mittlerweile mache ich es nicht mehr, weil ich einfach die Zeit dafür nicht habe. Ich würde mal gerne irgendwann, wenn ich mal wieder die Zeit dafür haben werde, mal wieder zu zeichnen, weil früher habe ich wirklich sehr, sehr schön gezeichnet. Und mich haben halt immer auch Freunde gefragt früher, ob ich irgendwas für die zeichne. Also ich habe früher irgendwie so ganz, ganz verschiedene Zeichentrickfiguren gezeichnet, wie zum Beispiel Pokémon. Dann gab es
Auch ich weiß schon gar nicht mehr, wie diese ganzen Serien heißen. Also diese ganzen Serien, Phineas und Ferb, kennt ihr die noch? Ich weiß nicht. Also die sind wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr da. Ich weiß nicht. Dann SpongeBob, halt eben die ganzen Figuren dann halt auch davon. Patrick, Mr. Krabs. Dann, wen gibt's da noch? Ich komme einfach nicht drauf, aber ich habe früher so viele Zeichentrickfiguren gezeichnet und auch Hello Kitty und auch, ja, verschiedene also eigentlich. Und ich habe die auch früher immer für meine Freundin gezeichnet, weil die das halt eben so nicht hinbekommen haben und ich würde es mal gerne wieder anfangen. Seid ihr so künstlerisch begabt? Also ich weiß nicht, ob welche vielleicht von euch da draußen künstlerisch begabt sind, dass die eigentlich recht gut zeichnen können. Dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ja, und das war es eigentlich schon mit meinem Video. Ich bin eher schon so ins Labern reingekommen. Also, sorry dafür. Ich mag es halt irgendwie mit euch zu reden. Also, auch wenn es die Kamera ist, aber ich weiß, dass halt später ihr das Video schauen wird oder werdet. Ja, es freut mich auf jeden Fall sehr. Also vielen Dank an jeden Einzelnen an euch, der mir folgt und meine Videos schaut. Also wirklich, das macht mich so, so glücklich und es gibt mir einfach die Motivation, einfach weiterzumachen und ich werde auch weitermachen und ich werde niemals aufgeben. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Bleibt auf jeden Fall gerne bei mir. Habt ihr auch schon an den Verlosungen von den Dezember-Videos dran teilgenommen? Also wenn ihr das noch nicht getan habt, dann würde ich euch auf jeden Fall raten, da mal dran teilzunehmen. Denn ihr müsst auch nicht auf jeden Fall, denn ihr müsst auch nicht sofort das Lösungswort in die Kommentare schreiben, obwohl es eigentlich schon ein paar gemacht haben. Bei manchen ist das sogar manchmal falsch. Also ich habe schon viele Kommentare gesehen, die haben anscheinend dann das Video halt eben nicht zu Ende geguckt und haben dann halt eben das halbe Lösungswort so gesagt. Könnt ihr gerne vorbeischauen, um zu gucken, ob ihr denn auch das richtige Lösungswort habt. Also die Verlosung läuft zwar noch ungefähr 1,5 Monate. Und das war es eigentlich schon mit dem Video. Das wurde einfach schon viel, viel, viel zu lang. Und ich muss es jetzt ganz, ganz, ganz schnell schneiden. Und ja, dann würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hatte, würde ich mich sehr, sehr gerne über einen Daumen nach oben von dir freuen. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du es ebenfalls sehr, sehr gerne hier unten kostenlos tun. Das würde mich wirklich von Herzen sehr, sehr freuen. Hier oben, wie gesagt, verlinke ich dir meine Playlist zu den ganzen Verlosungsvideos und auch weitere Videos, die du dir sehr, sehr gerne anschauen kannst. Unten in der Infobox habe ich dir noch meine eBay-Seite verlinkt. Da kannst du ebenfalls gerne vorbeischauen. Dort werde ich jetzt nämlich aktuell neuere Sachen reinstellen. Ich weiß noch nicht, ob es heute passiert, aber es wird auf jeden Fall demnächst passieren, dass ich neue Sachen reinstellen werde. Wahrscheinlich aber auch erst morgen. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du dort vorbeischauen würdest. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!